Hallo und weiter geht's bei Let's Play Dead Space. Ja, wir sind hier immer noch ganz am Anfang, sollen die Monorail reparieren und sind auf der Ishimura. Hier ist das ganze Monorail bzw. Tram System, wo man überall langfahren kann, was uns momentan aber noch nicht sonderlich interessieren sollte. Und wir suchen jetzt diese tolle Platine. Also atmosphärisch hat das Spiel viel zu bieten. Ihr habt auch gesehen, dass sich da was bewegt hat, oder? Ich finde, die Maussteuerung ist ziemlich träge. Dass man mir davon vorher schon erzählt hat. Man sollte hin und wieder schon aufpassen, wo welche Gegner rumliegen, weil es kann oft und gerne mal sein, dass sie sich... Uppala. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Weg. Dass sie sich totstellen und wenn sie dann merken, dass man näher kommt, dass sie das ausnutzen. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Genau. So wie ich das hier gerade auch gemacht habe. Der lag am Boden. Und hab den einfach mal, ja, die Gliedmaßen durchgetrennt. Mit dem Plasma-Cutter. Der Plasma-Cutter ist die erste Waffe, wie hier auch steht. Hochleistungsfräse für Mineralien. Also anfangs habe ich gehört, soll man erstmal solche Arbeitsmaterialien kriegen, die man da als Waffe benutzt, wie zum Beispiel diesen Plasma-Cutter, der eigentlich eher von, wie hier steht, Abbau von Mineralien benutzt wird. Aber ich glaube, nachher kriegt man auch noch andere, in Anführungszeichen, richtige Waffen. Oh, da sollen wir nicht lang. Dann andere Seite. Wow. Aufhören. Weg, runter mit dir. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Zielen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie diesen Raketenwerfer abschalten, sparen Sie Munition und erwarten zusätzlichen Schaden. So, ich musste jetzt gerade mal einen kleinen Cut machen, weil ich wurde unterbrochen. Ja. Was uns gerade gesagt wurde, wie gesagt, nicht auf den Körper schießen, nicht auf den Körper schießen, immer auf die Gliedmaßen. Monorail. Da wollen wir hin. Ich finde die Maussteuerung verdammt träge. Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich die später vielleicht nochmal umändere. Wie Geld kann man immer gebrauchen. Ruhig, Leute. Man sollte wahrscheinlich auch besser immer erst nach vorne schauen. Also, Stasemodul haben wir jetzt bekommen. Hier können wir das aufladen an der Stasestation. Und hier ist noch eine tolle Kiste, in der wir wieder Geld finden. Und mit Stase kann man alles verlangsamen, was in der Weise nicht nied- und nagelfest ist und sich irgendwie bewegen lässt. Wird nachher sicherlich noch sehr wichtig werden. Und mit den Stase-Packs kann man wie mit den Medikits dann die Stase auffrischen. Fix mal speichern zwischendurch. Whoop. Annehmen. Ja.
So, und direkt geht's weiter. Ja, mach Licht aus. No good. No fear. No God, no fear. Das ist nicht schön. Pff, wie erstmal der Adrenalinpegel und der Puls nach oben geht. Das ist schlimm. Aber auch wenn man es... Auch wenn man es mir nicht anmerkt, ich stehe so schon ziemlich unter Druck. Puh. Weil wie gesagt, für mich ist das Spiel blind. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und im Grunde... Im Grunde genommen will ich das auch manchmal gar nicht wissen. Weil es sind manchmal selbst auch so die kleinsten Sachen, die dann kommen, die einen dann erschrecken können. Wie zum Beispiel gerade die Items, die auf dem Boden liegen, die dann aufploppen. Für das tolle Inventar. Ach, da soll man nicht lang. Verdammt. Ich muss mal gucken, was ich hier irgendwie noch ändern kann. Weil ich habe hier gerade noch ein Problem mit meinem Aufnahmegerät. Das ist zu viel. Ich habe noch ein Aufnahmegerät-Problem. Nämlich, mir scheint es so, als wenn alle 5 Minuten mein Aufnahmegerät rumspackt. Was natürlich nicht so toll wäre, weil dann habe ich immer so einen kleinen Grägi-Lag drin. Und wer oder was Grägi ist, werde ich euch gleich auch noch erklären. Greg. Well. Das Datenmodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Ja, danke. Also, kurz zur Erklärung, der Grägi ist ein nicht existierendes oder vielleicht doch existierendes, man weiß es nicht, Lebewesen in die Welt gerufen von Chainsaw Man. Und Grägi ist quasi für alles das verantwortlich, was die Technik zum Rumspacken bringt, damit es nicht mehr mitmacht, zum Beispiel sowas wie Lags, Internetprobleme oder sonstige Sachen, die das Spiel auch zum Absturz bringen können, dann spielt der Grägi gerne mit. Und ich weiß nicht, ob ich Grägi manchmal erwähnen werde, kann vielleicht manchmal sein aus einem Affekt heraus, weil ich finde Grägi toll. Grägi kann toll mitspielen. Und ich muss erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Achso. Gut. Das bleibt da dran. Jo. Ah, muss ich noch mehr verschießen? Ah, wie sich das immer anhört, als würde da... Hab ich schon das ganze Inventar voll. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Wie soll ich das denn alles quitt werden? Erstmal brauche ich doch viel Munition. Ja, nutzen macht er nicht, also entfernen. Jetzt habe ich... Zack, weg damit. Ach! Langsam geht mir das auf den Nuss. So, weg damit. Das aufnehmen. Zack. Schön. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Warten. Alfred, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, nicht nur du. Friends. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier noch was kommt?
Waggonersetzung abgeschlossen. Ja, schön und gut. Man hat mir gesagt, wenn man auf die drauf tritt, kann man noch ein paar Items raustreten. Oder ein bisschen Geld raustreten. Ich weiß es nicht. Ah, Stasi-Modul. Aufladen. Wann sind die Teile eigentlich leer? Werde ich wohl noch früh genug herausfinden. Ich das hasse. Wenn einzelne Items irgendwo sind und... Ja, okay. Bleib weg. Du bist doch noch da. Ich werde mich zwischendurch bestimmt noch so hart erschrecken. Egal, jeder Fortschritt muss gespeichert werden. Jeder Fortschritt. Ich habe keine Lust, zwischendurch abzukacken.